nicht ungestraft das Schiff an. Das dauert ja ewig. Genug Geschiff. Wird Zeit, dass der Große wieder in die Action eingreift. Okay, Phase 1. Alpha Team rückt durch die Mitte vor. Blake flankiert links. Phillips und ich gehen außen rum. Das war Phase 2. Phase 3 ist, Profit? Okay, bereit? 1, 2, los! Was meinst du, Duke? Willst du was hinzufügen auf der Tafel? Hey, riech mal an dem roten Marker. Der riecht nach Kirschen. Oh Mann, das ist ja... Ich meine, ich verstehe davon nicht viel, aber wenn ich was davon verstehen würde, dann hätte der Typ da drüben bestimmt noch seinen Arm. Und mindestens eins seiner Eier. Knöpf sie dir vor, Duke, du schaffst das! Was da reinmachen! Die Scheiße, dann wie groß der Schwanz zu schallen! Was machen wir jetzt? Das ist du oder ich, du einäugiger Freak. Für dich auch schön, Baby? Und das Spiel, Duke, war das auch gut? Ja, aber das kann man nach scheiß 12 Jahren ja wohl auch erwarten. Tja, wenn dir wieder nach Spielen zumute ist, sag uns einfach Bescheid. Guck mal,
Onkel Duke, da läuft unser Video. Deine Haare haben an dem Tag so toll ausgesehen. Ja, super, oder? Und deine auch. Schalten Sie auch heute um Mitternacht ein und erleben Sie mein Interview mit dem einzigartigen Duke Nukem. Unter anderem spricht Duke über... Es gibt nach wie vor keine Aktivitäten seitens der Alienschiffe zu vermelden. In seiner Ansprache vom Donnerstag erklärte der Präsident, er sei trotz des jüngsten Alien-Auftauchens weiterhin verhalten optimistisch. Er appellierte an die Bürger, alles zu unterlassen, was als Feindseligkeit interpretiert werden könnte. Etwa das Abfeuern von Schusswaffen oder obszönes Gestikulieren in der Nähe der Schiffe. Im Zusammenhang mit dem plötzlichen Erscheinen der Raumschiffe ist bereits eine... Ich weiß nicht. Ich finde, das klingt trotzdem ziemlich gruselig. Ich sehe die Raumschiffe von hier aus. Ob das dieselben Aliens sind, die du vor 12 Jahren besiegt hast? Natürlich, du Dummerchen. Was glaubst du, warum die wiedergekommen sind? Wegen Duke natürlich. Nachdenken. Aber du beschützt uns doch alle, falls der Präsident sich irrt. Nicht wahr, Duke? Du hast es doch immer noch drauf. Oh, Duke, pass auf dich auf da draußen. Wir sehen uns auf der Party nach der Show, okay? Wir sehen uns auf der Party. Super, dich zu sehen, Duke. Hey, was liegt an? Wir unterbrechen an dieser Stelle für eine aktuelle Sondermeldung. Augenzeugen berichten, dass mehrere Aliens das Mutterschiff verlassen haben und sich anscheinend beim Duke Burger am Vegas Strip in der Schlange angestellt haben. Es gibt keine Anzeichen für Feindseligkeiten. Die Bürger sind aufgefordert, ruhig zu bleiben und Sicherheitsabstand zu wahren. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Das war eine Sondermeldung von News 17. Warum beschützt uns denn niemand? Wofür zahlen wir eigentlich Steuern? Hallo. Du siehst in echt noch viel besser aus. Nach der Show möchte ich ein Autogramm von dir. An einer ganz besonderen Stelle. Entschuldigung, Duke Nukem? Ja, mein Junge ist ein großer Fan von Ihnen. Na los, frag ihn, Jimmy. Mr. Nukem, würden Sie das für mich signieren? Klar, Kleiner. Aber nicht, dass ich das dann auf eBay finde. Wenn ich groß bin, möchte ich so sein wie Sie. Nimm immer schön brav deine Pillen, Vitamine. Dann wirst du vielleicht auch mal so ein Prachtkerl wie ich. Wow, danke, Mr. Nukem. Wow, er ist so cool. Ja, ich hatte ihn mir größer vorgestellt. Du siehst gut aus, Joe.
Tut mir leid, Duke. Sieht so aus, als wäre für uns heute Sendeschluss. Sonst kriegen sie sich kaum noch ein vor lauter Johnny, Johnny, Johnny. Und dann kommen ein paar Aliens angetanzt und auf einmal kräht kein Hahn mehr nach dir. Sogar die Hälfte von meinem scheiß Team ist rüber zum Duke Burger. Ob die Aliens das extra gemacht haben, um dir die Show zu stehlen? Ich muss rauskriegen, was zur Hölle hier los ist. Du verdammter Amateur! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ich versuche, eine Szene mit Johnny zu drehen und du kommst einfach mitten durchs Bild gelatscht. Dass das vielleicht stört, wenn einer durchs Bild latscht, ist dir wohl nicht in den Sinn gekommen, ha? Danke, Duke. Der Typ war echt ein Idiot. Die Aliens sind zurück! Nichts wie weg! Ladies and Gentlemen, wir bitten, die vorübergehenden Stromausfälle zu entschuldigen. Bitte bleiben Sie ruhig und genießen Sie weiterhin Ihren Aufenthalt in Duke Nukem's Lady Killer Casino. Aufgrund technischer Probleme muss das Duke-Museum jetzt geschlossen werden. Bitte benutzen Sie die beschilderten Ausgänge. Schieb ab, Kumpel. Der King will auf seinen Thron. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich gehe hier erst runter, wenn ich auf dem Thron fotografiert worden bin. Darauf habe ich Jahre gewartet. Könntest du vielleicht auf den Auslöser drücken? Komm schon, Mann, hilf mir! Könntest du vielleicht auf den Auslöser drücken? Komm schon, Mann, hilf mir! Könntest du... Danke, Mann. Kannst kaum erwarten, in meine Mail zu schauen. Thank you.
Willkommen, Duke. Du hast einen Konferenz-Call. General Graves und der Präsident werden zugeschaltet. Hallo, Duke. Du weißt, ich hasse lange Reden, also werde ich mich kurz fassen. Ich erteile dir den ausdrücklichen Befehl, keine Feindseligkeiten gegen unsere Alien-Gäste zu eröffnen. Das gilt ab sofort. Ich lasse nicht zu, dass unsere intergalaktischen Beziehungen durch sinnlose Gewalt aufs Spiel gesetzt wird. Unser Staatshaushalt leidet immer noch an den Nachwirkungen der Geschehnisse von vor 12 Jahren, als du bei deinem Amoklauf Los Angeles verwüstet hast. Diese historische Chance auf Frieden muss genutzt werden. Ich verstehe, dass dir das nicht passt, Duke, aber noch ist die Zeit nicht gekommen für rauchende Colts. Der Präsident glaubt, diesmal sei die Lage anders und er könnte recht haben. Du hast ihn das letzte Mal ganz schön in den Arsch getreten. Vielleicht wäre es falsch, einfach davon auszugehen, dass sie wieder Ärger machen wollen. Vielleicht haben sie endlich begriffen, dass sie Amerika nicht besiegen können, solange du da bist. Duke, du bist ein Relikt aus einer anderen Zeit. Für die Menschheit beginnt jetzt eine neue Ära. Wir dürfen nicht erst schießen und dann Fragen stellen, nur weil wir vermuten, dass sie noch immer über Massenvernichtungswaffen verfügen. Ich bin in Verhandlungen mit dem Zykloid-Imperator, um die friedliche Koexistenz unserer Spezies zu sichern. Mit ihrem Imperator persönlich. Dein Typ ist nicht gefragt. Misch dich nicht ein. Das ist ein Befehl. Duke, ich weiß, dass dir das schwerfällt, aber tu mir den Gefallen und halt still. Als dein General und Freund weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, dass du die Order des Präsidenten befolgst. Die Sache schmeckt mir überhaupt nicht. Außerirdische Lebensform schmeckt mir die Sache noch viel weniger. Keine scheiß Codekarte. Scheiße.
Hm?